Durch unser neues Tropfdimmer-Verfahren können bis zu 150 Milliarden Liter Frischwasser pro Jahr gespart werden. Aktuell schätzt man, dass ca. 1,8 Milliarden Jeanshosen im Jahr verkauft werden. Und diese Hosen müssen ja auch produziert werden. Und der Wasserverbrauch für diese Produktion ist erheblich. Dies haben wir in Frage gestellt und haben ein Verfahren entwickelt, dass wir kein Wasser mehr in der Maschine haben. Im Tropfdimmer-Verfahren gibt es kein stehendes Bad mehr. Wir benetzen die Teile mit den entsprechenden verdünnten Chemikalien. Kein Wasser, keine Energie zum Aufheizen und kein Abwasser. Das Tropfdimmer-Verfahren wird umgesetzt in der Firma Trie Apparel in Lahore, Pakistan. Und in dieser Firma wurden bereits die ersten Ordern platziert, sodass Tropfdimmer nicht mehr rein theoretisch ist, sondern wirklich schon umgesetzt wird. Als wir die Nachricht kriegten, den Innovationspreis gewonnen zu haben, waren wir sehr überrascht, weil wir damit als kleine Firma nicht gerechnet hatten. Es macht auch ein wenig stolz, dass so diese Grundidee auch Anerkennung findet. Es war natürlich eine große Freude.